Guten Morgen! Heute wieder eine Folge der Reihe Best of the Vegan Industry, wo ich einen Aspekt eines Kanals und ich sage das immer wieder, wirklich einen Aspekt eines Kanals oder der Menschen, die ihn betreiben, besonders hervorheben will. Was ich an diesem Kanal eben besonders toll finde. Und damit eine Gegenbewegung schaffen zu den vielen Hatern und Kritikvideos, die im Zuge der Popularität der veganen Bewegung immer wieder auftauchen. Stand der Dinge jetzt würden alle Menschen, auch wenn sie vegan sein würden, sich trotzdem die Köpfe einschlagen und diskutieren, welches Vegan jetzt das beste Vegan sei. Also von daher, lasst uns loben, lasst uns lieben und lasst uns dieses Leben als Mensch so angenehm für uns und unsere Mitmenschen gestalten, wie es möglich ist. Es kostet uns so wenig zu loben und lieb zu sein und bringt so viel. Also Kandidat für das Prädikat Best of the Vegan Industry, wir sind weg. Wir sind weg, das sind Sonja und Christian aus Hannover. Aus Hannover? Nein! Die beiden auf den ersten Blick absolut, und das meine ich im positiven Sinne, normalen Menschen haben das gemacht, was jeder Mensch in seinem Leben in aller Regelmäßigkeit machen sollte. Und einfach um sich sein Bewusstsein zu erhalten. Und zwar, sie sind ausgebrochen. Und zwar ausgebrochen aus einem Leben, was die Gesellschaft uns vorgibt. Aber noch viel wichtiger, ausgebrochen aus einer festen Denkstruktur. Bei uns in der Gesellschaft ist es so, dass man nach der Schule einen gewissen Raum und auch die entsprechende Zeit bekommt, um sich auszuleben. Dann darf man ein paar Jahre ein bisschen durch die Welt reisen, ein bisschen, einfach ein bisschen ausprobieren, Ausbildung beginnen, Studium beginnen, da abbrechen, neu machen. Irgendwann ist die Phase vorbei und hat man seinen fertigen Abschluss. Dann beginnt die Arbeitszeit, damit bei 80% der Bevölkerung ein eintöniges Leben. Als Angestellter mit fixierten Arbeitszeiten und auch Gleitzeit ist eine fixierte Arbeitszeit. Und dann freut man sich auf die Wochenenden und den Urlaub und man dümpelt gesellschaftlich anerkannt so bis zur Rente. Und dann hat man zwar wieder die Zeit bewusst zu werden, aber meistens sind die Prägungen, die man erhalten hat, dann so stark, dass man gar nicht mehr in dieses Bewusstsein kommt, dass man ist zu sehr geprägt. Und da weiß man auch gar nicht, was man so richtig anfangen soll mit sich. Dann dümpelt man, wenn man erfolgreich im Leben gewesen ist, das halbe Jahr in der Südsee rum und stirbt dann halt irgendwann unbewusst. Ne? Immer mit dem Gedanken an die tolle Jugend und da war alles möglich, jetzt geht's ja noch nicht mehr. Klar, irgendwann sind wir körperlich nicht mehr in der Lage, die Dinge zu tun wie als junger Mensch. Umso mehr ist es doch perfide, dass wir in der Zeit, wo wir wirklich noch geistig und körperlich fit sind, uns von der Gesellschaft und deren Idealen anleiten lassen und deren Wünsche zu eins in uns aufnehmen und uns manipulieren lassen und denken, es ist unsere Entscheidung. Und ja, damit tun wir diese Schaffenskraft und diese Leidenschaft, die wir besitzen, für die Förderung dieser gestörten Prinzipien einsetzen, die uns zu dem bringen, was ihr in meinen Videos seht, wenn ich immer sage, was so, wenn ich so aufkläre, was in den Gesetzen, in den Verordnungen steht. Es reicht, dass wir Essen haben und ein Dach über dem Kopf, und dafür sollten wir arbeiten. Ja, aber wie viele machen das? Fast alle arbeiten viel mehr und verdienen viel mehr Geld, als sie brauchen. Auto, Urlaub, diese vielen kleinen Freuden, die man sich leistet, das hat sich als Standard etabliert. Aber geht das überhaupt, wenn ich geistig klar werde, dass ich zu meinem Arbeitgeber sage, hey du, ich möchte nur 12 Stunden in der Woche arbeiten, das reicht vollkommen aus für meine Bedürfnisse. Nein, das geht in den meisten Fällen geht das nicht. Und daher ist es auch so schwer, da auszubrechen. Und es ist schwerer, als es eigentlich sein müsste. Aber Sonja und Christian haben ihr Bewusstsein gefördert, haben klar ihr Denken sinnvoll eingesetzt, sich von Konventionen gelöst, befreit, und sie haben ihre unbefristeten Angestelltenverhältnisse gekündigt, um die Dinge zu tun, die mit klarem Menschenverstand, ohne die mediale Manipulation und den gesellschaftlichen Druck die logische Folge sind. Die Folgen sind ja natürlich für jeden Menschen anders, aber sie beinhalten immer eins. Die Freiheit zu tun, was man wirklich möchte. Wirklich möchte. Kein Mensch dieser Erde möchte wirklich eine tolle große Villa. Jeder Mensch möchte ein Dach über dem Kopf. Kein Mensch möchte ein Essen in einem Gourmet-Restaurant. Jeder Mensch möchte satt werden. Kein Mensch möchte einen Mercedes. Jeder Mensch möchte manchmal von A nach B kommen. Das sind wirkliche Grundbedürfnisse und Wünsche,
Den ganzen Rest, den ganzen medialen, kommerziellen Schmutter, das ist alles aufgesetzt, manipuliert. Und wenn wir dieses manipulative Leben frönen, dann werden wir nie wirklich zufrieden sein, weil wir nicht unsere Wünsche befriedigen. Weil es gar nicht Interesse auch ist der Unternehmen, die diesen Schwachsinn produzieren, dass wir zufrieden sind. Wer einmal sich das neueste Smartphone kauft, weil das alte nicht mehr gut genug ist, obwohl es natürlich noch komplett funktioniert, also diese Grundfunktion, dieses ich rufe jemanden an, der wird immer wieder nach dem neuesten Smartphone streben und auch dafür arbeiten. Das ist ein Kreislauf, das ist ganz irre und der beraubt uns unsere Seelen. Sonja und Christian, die beiden Normalos aus Hannover, haben gesagt, es reicht und haben sich dafür entschieden, auch mit über 30 Jahren und Haus und Job gesichert, gesellschaftlich anerkannt und blablablub auf unbestimmte Weltreise zu gehen. Und auch wenn sie die Gesellschaft dabei nicht mehr unterstützt, Work and Travel gilt normalerweise nur bis zu 30, das funktioniert so gut wie gar nicht mehr. Sie haben es einfach angepasst und noch ein Land gefunden, wo das funktioniert und sie ziehen einfach ihr Ding trotzdem durch. Und irgendwie geht immer, immer. Und schaut Euch die Videos an, gerade die letzte Zeit, es ist so hart da auszubrechen, Tränen, Abschiede, ein großer Kampf sind da auch notwendig, sich dann wirklich von diesen Ketten der Konditionierung zu befreien. Das muss auch keine Weltreise sein, das kann eine Selbstständigkeit sein, das kann ein modifiziertes Angestelltenverhältnis sein, das kann eine Pengerkultur oder eine Brücke sein, das kann ein Auswandern in ein anderes Land sein, das kann ja, die Bildung einer Gesellschaft, also einer Kommune sein, das kann auch eine rein geistige Transformation sein, ohne dass die Arbeitsbedingungen geändert werden, das kann alles sein. Für jeden was anderes, solange es bewusst und von innen heraus passiert. Das ist das Entscheidende. Für Sonja und Christian war es aber die Weltreise. Und nun erholen sie sich erstmal gerade in den Bergen von dieser Umstellung, in den Bergen von Tirol und fahren die Tage, glaube ich, an der Mittelmeerküste durch Frankreich bis nach Spanien, wo sie das Jahr ausklingen lassen und dann im neuen Jahr nach Afrika übersetzen mit der Fähre nach Marokko und dort bleiben sie, glaube ich, auch erstmal. Aber noch einmal, das kann jeder für jeden was anderes sein. Sonja und Christian gehen ihren Weg und die Weltreise ist mir persönlich scheißegal, ob es jetzt die Weltreise ist. Wenn sie sich entschlossen hätten zu kündigen, um 200 Mal am Tag mit dem Arsch gegen die Wand zu springen, dann wäre das genauso respektabel und genauso best of the vegan industry. Es geht darum, dass Menschen den Mut aufbringen zu sagen, ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, egal wie diese aussehen, und diese dann durchziehen. Und natürlich, umso gesellschaftlich verpönter und ungewöhnlicher diese Entscheidungen sind, umso mehr Respekt habe ich dann auch, weil ich dann sicher sein kann, dass diese Entscheidungen eben aus dem Selbst heraus getroffen wurden. Ihr lebt das Menschenleben und das ist begrenzt. Und es ist wirklich eine tolle, interessante Erfahrung. Aber auch nur dann, wenn man etwas erfährt. Wenn man abstumpft und keine neuen Erfahrungen mehr macht, dann ist das Leben nicht das Leben, was einen zufrieden macht. Gefahren, Not und immer wieder neue Herausforderungen, das ist Leben. Der Kampf um die eigene Existenz, das ist Leben. Das ist Zufriedenheit. Man hat Euch das abtrainiert. Man lässt Euch glauben, Luxus, Bequemlichkeit ist was Tolles. Aber das ist es nicht. Ich habe es erlebt. Es ist einfach nur ein nicht endender Prozess an Wünschen und Haben wollen. Das endet nie. Ihr seid nie zufrieden. Es ist eine Sucht. Reichtum ist eine Sucht. Und es macht nicht glücklich. Leben. Leben. Das ist das Entscheidende. Jede Sekunde. Und es gibt nichts Schöneres im Leben als das Leben. Nur muss man leben, um zu leben. Sonja und Christian machen genau das. Und daher bekommen sie von mir das Prädikat Best of the Vegan Industry. Ich ziehe meinen Hut und wünsche Euch beiden viele Herausforderungen, viel Erfahrung und einfach eine geile Zeit auf Erden. Und selbst wenn diese Reise mit Eurem Tod enden sollte, ihr habt das Richtige getan und ihr seid Inspiration und Motor einer geistigen Evolution, einer bewussten Gesellschaft. Ich bin sehr, sehr stolz auf Euch und ich liebe Euch dafür. Mein Appell an alle, denkt über Euer Leben nach, wenn ihr das nächste Mal in der Wanne seid und da rumsitzt oder im Garten oder auf dem Schulhof und egal ob in der Mittagspause, ob jung oder alt, denkt darüber nach,
Versucht bewusst zu werden. Wir haben die Fähigkeit bewusst zu werden und zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen. Nutzt dies und ihr werdet zufrieden und ihr werdet glücklich. Ja, ich weise noch einmal auf heute Abend hin. Ich bin heute Abend ab 22 Uhr live hier auf meinem Kanal auf Sendung und zu sehen und rede mit den Anrufern über die Themen, die sie bewegen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, als Anrufer oder als Zuschauer, dann freue ich mich auf euch. Lasst uns da wirklich gemeinsam Bewusstheit und vor allem auch Freude in unser Leben bringen. Lasst uns inspirieren, lasst uns anstacheln, lasst uns diskutieren. Jedes führende Lebewesen hat Freude verdient. Wenn ihr anrufen wollt, dann edit mich unter Skype-Nick Premium Live. Und ja, das Edit ist natürlich keine Verpflichtung, sondern sorgt nur dafür, dass wenn ihr in der Sendung anrufen wollt, dies auch könnt. Ja, also dann eventuell bis heute Abend und ja, oder morgen wie zur gewohnten Zeit ab 5:30 Uhr ist das Video wieder da. Ich wünsche Euch was. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.